Buxerberg, am 21. Februar 2019, am Morgen um 11 Uhr. Ein historischer Moment. Die Raupen vom gemieteten Pistenbulli sind abgerollt, das Gefährt transportbereit, der neue Pistenbulli ist bereit und der Verwaltungsrat von der Ortsgemeinde Bux, die Ortsgemeinde Bux ist ja Käuferin, der Verwaltungsrat also fast vollzählig vor Ort. Verantwortlich vor allem der Vizepräsident der Werner Schwendener, da im Gespräch mit dem Werner Arnold von Kasbohrer, der das Gefährt geliefert hat, mit dem Michael Schlegel, der für die Koordination vom Skigebiet verantwortlich ist, und mit dem Beizer Stefan Panioncini. Und dann können es alle, die Verwaltungsräte. Ja, aber jetzt soll aus dem Pistenbulli ein Ortsgemeindebulli werden. Auch das liegt noch drinnen. Der Heini Sen schaut zu. Du Werner, ja. Das ist jetzt die Story. Wie wird aus einem Pistenbulli ein Ortsgemeindebulli? Wie? Ja. In dem Verwaltungsrat beschlossen hat, dass wir einen kaufen. Aha. Das ist einfach, ist eine reine Kostenfrage. Und jetzt grübeln sie Pisten weg dort? Wie? Jetzt wird sie Pisten weggerüppelt dort. Wo? Ja, dort. Jetzt gibt es einen Ortsgemeindebulli dort, bei der Beschriftung. Dort, ja, natürlich. Ja. Sie haben mir den falschen Ort beschriftet. Aha. Weil das Wichtigste an der Beschriftung ist Ortsgemeinde Buchs. Ein Klacks. Und keine Angst, es bleibt ein Pistenbulli, aber heisst, tut er eben dann nachher Ortsgemeindebulli. Aber zur Taufe, da kommen wir noch. Aber du, Werner, also apropos Fahren, du als General im Militär, bist du ausgebildet in so Fahrzeug? Also ich bin mal gefahren, eben. Aber eine Ausbildung habe ich keine, aber die hätte ich sofort gehabt. Aber man sieht daran, du willst gerne mal fahren, gell? Ja, irgendwie schon, ja. Herrgoles, wann fährt man denn da? Am Morgen früh? Immer wenn es schneit. Meistens ja, morgen früh oder nach dem Feierabend. Je nachdem sollte am Morgen, wenn wir einen Anlass haben, so die Skipisten wieder in Ordnung sein. Und die letzten Jahre, haben wir, muss man sagen, haben wir immer super Pisten gehabt. Und das liegt an den guten Fahrern, die wir haben. Das heisst, mit anderen Worten, wird man der Vizepräsident eben, von der Ortsgemeinde auch mal auf dem Ortsgemeindebulli sehen am Morgen früh? Ja, das weiss ich nicht. Ich bin nicht so einer, der morgen früh aufsteht. Eben darum habe ich gefragt. Da müsstest du dann? Ja, dann könnte man am Abend fahren. Aha. Oder einen Tag durch zum Üben, wenn es hell ist. Das wäre für mich viel einfacher. Jetzt haben wir einen Landwirt. Ja, genau. Jetzt haben wir einen Landwirt in eurer Reihe. Der wäre dann noch so richtig legitimiert zum Fahren, oder? Ja, wir haben ihn nie probiert, aber ich nehme an, er könnte so. Aber wir haben natürlich zwei gute Fahrer und einen Ersatzfahrer. Und das klappt bis jetzt einwandfrei. Du, ich habe das Gefühl, da gibt ein richtiges Gerangel in der Ortsgemeinde, in dem Vorstand, wer denn dort erfahren darf. Ja, so weit sind wir noch nicht, oder? Da müssen wir wollen, aber ich glaube nicht. Also, wir haben unsere Leute und die sind ausgebildet. Und wenn nicht ausgebildet ist, dann nicht fahren. Nicht einmal ich. Ja, und du, Heini, du willst schon mal fahren? Ja, nicht wirklich, nein. Ich glaube, es ist nicht so meine Geschichte da mit so Pistenfahrzeug. Also lieber, nachdem es noch so präpariert ist, auf Piste. Genau, ja. Ich hätte es gerade mit dir. Also wir könnten einen Tag fahren. Genau. Michael, und hätten den roten Berge dort? Nein, der Michael! Was willst du von mir noch wissen? Ja, du bist der Koordinator. Ja, ich tue Pistenfahrer aufbieten. Wenn es schneit, ein bisschen schauen. Wenn es Nacht hat, schneit, muss man am Morgen fahren. Manchmal gehe ich mit, zum Stecken abstecken. Sicherheitsmäßig Pfosten einstecken und so. Ja. Das heisst, gell, wenn man ganz ehrlich ist, das ist hier ein kleines Gebiet, aber ist ein voll professioneller Betrieb eigentlich so gesehen. Ja, ich meine, das Gebiet ist ja klein, aber die Sicherheit ist genau gleich wie ein grosser Gebiet, oder? Man muss noch die Sicherheit gewährleisten, alles abstecken, wenn ein Unfall ist, man muss Pistenkontrolle machen, Viertel, Vieri, fahren rundum, ob es keine Kimme rum hat und so. Dann machen sie in den grossen Gebieten auch und wir machen es so. Wir haben jetzt so einen Kurs gemacht, zu viel Haus mit der alpinen Polizei. Und dann hat man Unfall simuliert und Protokoll gemacht und Polizeiprotokoll gemacht, hat man es verglichen miteinander, als wenn einmal ein Ernstfall ist, als man hier gerüstet ist. Es ist das ein ziemlich grosser Pistenbulli, ein Ortsgemeindebulli. Aber das braucht es, das ist ja locker 3 Meter, denke ich, Skibreite, oder? Ja, er ist jetzt so breit, dass man zwischen den Masten anfahren kann, dass man dort das Ratio machen kann. Er ist nicht so gross, er ist ja der 100er, es gibt ja eine grössere. Aber man braucht ein Fahrzeug, sonst kann man keine Piste machen. Jawohl. Je besser eine Piste ist, umso weniger auflädt man, oder? Wenn man nicht überall Häufen rum hat und so. Oder? Und dann eben immer auch geschulte Leute, ist das noch ein Problem, da Leute überzukommen, weißt du, jetzt da eben im Skilift stehen, Pisten präparieren, für die Sicherheit besorgt sind? Nein, es ist nicht. Ja, meistens sind es ja die schon pensioniert sind, oder? Wir sind jetzt ein Dreierteam, das immer da ist, wir sind alle pensioniert. Und wir schauen für die Sicherheit, für alles. Wir sind zum Teil, ich bin jetzt noch ausgebildet als Sanität und schauen dort noch, wenn ein Unfall ist, gehe ich ein. Und je nachdem, was es dann ist, vielleicht muss man sich gerne den Regen aufbieten. Und so weiter, ja.
Ihr habt alles im Griff, he? Ja, bis jetzt schon, ja. Es ist einfach schön, wenn es keinen Unfall gibt, oder? Arnold Werner, gell? Ihr seid auch die Lieferanten jetzt von dem Fahrzeug. Also, was ist das? Ist das ein Hydrostat, also, wo dann eben Kraft anpasst? Jawohl, wir haben hier Mercedes-Dieselmotor drin, 4,8 Liter, Vierzylinder, mit dem Drehmoment von ca. 900 Nm. Und nachher dann haben wir ein Verteilergetriebe, wo von Hydraulikpumpen aufgeflanscht werden. Das heisst, für den linken Antrieb Hydraulikpumpen ein Motor, für den rechten Antrieb, für die Fräse und für die Zusatzhydraulik. Und es ist relativ kompliziert, gell? Wenn man ganz eine grosse Menge Schnee hat, also, um dann das Plügel richtig anzusetzen und um in die Spulen zu kommen, dass, am Anfang braucht es ein bisschen Übung, gell? Das ist ganz klar, weil das beste Fahrzeug ist nur so gut wie der Mann vor innen. Wir sagen so ganz grob als alter Spruch, das Problem der Maschine sitzt in der Kabine. Das heisst, wenn der Fahrer nicht gut ist, nützt die beste Maschine nichts. Und das ist Routine. Und genau, wie der Werner schon gesagt hat, haben sie da routinierte Leute, die die Maschinen im Griff haben. Und darum bringen sie auch solche Stubenbäden hin, bis sie hier haben. Wir nennen das Stubenbäden, wenn sie so schön präpariert sind. Genau. Es ist das so relativ einfach und natürlich kann man immer ein bisschen senkrecht relativ steil fahren, aber Zeitanlagen und Abrutschen ist immer eine gewisse Gefahr. Ist das in diesem Gebiet auch? Ja, die ist in jedem Glänzen gefahren. Das ist natürlich das eine Mal, die Hanglage, die Neigung der Hänge, die Schneeverfrachtungen, die Schneemengen. Und das liegt schlussendlich immer in der Hand des Piloten abzuschätzen, wie sind die Verfrachtungen, wo darf ich seitwärts reinfahren, welche Steilheit verliert es. Und das ist immer witterungsbedingt. Und das ist eben die Herausforderung eines guten Piloten. Weißt du, da musst du dann abziehen. So. Ich muss nur dann schauen, so oder so. Weißt du, wenn es nicht gerade ist. Nein, ich würde es eher schräg drauf machen. Ja, ich würde immer so, ja. Ehrlich? Ja, noch drüber eine Kante? Der Kante auch. Sonst, wenn es gerade drauf tust, dann haben wir alles Gefühl, du hättest es nicht geschafft. Gut. Ja, genau. Aber da ist. Dass du diese Linie hast. Ja, genau. Ja. Das ist dann eben die Einweihung, weißt du, bist richtig. Ja. Das ist auch so. Siehst du, das ist auch so. Ja. Da hat auch die drauf. Ja, aber Werner, jetzt fehlt zuerst mal die Frau, meinst du nicht? Wegen der Champagnerflasche? Nein, wegen der Beschriftung. Wieso? Ja, meinst du, bringen wir das her, Luther Mann? Wir können das nicht. Ja gut, und sonst kannst du es dann wieder wegnehmen und neu machen. Den Ding nehmen wir auch noch weg, da der Radschlüssel. Zettel. Nein, der kommt dran. Nein, das ist ein wichtiger. Dann hast du noch wieder her. Dann nehmen wir raus, ja. Dann gehen wir am Fahren. Das ist wichtig für den Fahrer. Und so hat jeder seinen Teil dazu beigetragen. Es ist dann ausgeräumt worden. Für wer? Für einen Film, weil ich gesagt habe, ich möchte noch mitfahren. Und der Aktuar, Hans-Peter Fitsch, hat Fotos gemacht, wo er für die Homepage, ja. Und dann hat sich der Werner einen Anspruch gemacht an die Taufe. Okay, ich darf euch recht herzlich begrüßen zu unserer Einweihung im Namen des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat und dem Präsident Heini Senn ist fast komplett da. Das sind die, die eigentlich entschieden haben, dass wir ein neues Fahrzeug kaufen, was mich außerordentlich freut und sehr wahrscheinlich auch die Skilift-Mannschaft. Dann begrüßen darf ich noch die Vertreter der Presse, der Heini Schwendener vom WNO und der Hans-Jürg Vorburger als unserer Filmer. Wir haben uns entschlossen, ein neues Fahrzeug zu kaufen, nachdem einfach das alte 22-Jährige wirklich nur gut weg war. Man hätte müssen doch ein Haufen Geld einstecken in eine Sanierung und eigentlich haben wir im Sinn gehabt, ein Occasionsfahrzeug zu organisieren. Das hat dann gesagt, wir haben verschiedene Fahrzeuge getestet auf den bestehenden Skigebieten, wir können fahren mit denen, die im Froko sind. Es sind eigentlich nur drei Modelle im Froko, weil wir haben zwei Bedingungen. Eine Bedingung ist unsere Pistenfahrzeug-Garage mit der Höhe von 2,90. Höher darf das Fahrzeug nicht sein. Und das zweite ist die Skiliftmasten, die einfach 5 Meter haben, die einfach schmäler sind, als man zwischen die Touren kann. Dadurch sind sie auf 3 Modelle beschränkt, weil die neuen Modelle sind bedeutend grösser. Wir haben dann versucht, eine Occasion zu bekommen. Wir haben schlussendlich eine einzige Offerte bekommen von einem Occasionsfahrzeug. Das ist aber über 10 Jahre gesehen, hat dort schon 80'000 Franken gekostet und nicht schon
90'000 hätte man in Sanierung einstecken müssen. Also wären wir gerade auf die 150'000 gekommen. Der Verwaltungsrat hat beschlossen, dass wir auf das verzichten und dass wir ein neues Fahrzeug dann evaluieren. Schlussendlich sind wir dann auf den Pistenbully 100 gekommen. Wir haben den Vorteil beim Pistenbully 100, dass er erstens bedeutend leichter ist als die eine Maschine, dass die Steghöhe nur 7 cm hoch ist und was unser Vorteil ist, dass man bereits bei wenig Schnee den Schnee andrücken kann, was hier wichtig ist, dass uns der Pfeu nicht den Schnee schon wegnimmt, bevor wir das machen können. Im Weiteren haben wir noch ein grosses Glück gehabt, dank uns dem Vertreter vom Käsebörni, ein Käsebauer, der Werni Arnold. Er hat uns ein Sonderangebot machen können. Wir haben relativ viele Rabatte bekommen auf die Maschine und das ist eine Art uns zu gut gekommen. Wir sind dann wohl ein bisschen über unserem Kredit gewesen, aber es war immer noch in der Kompetenz des Verwaltungsrats. Und der Verwaltungsrat hat beschlossen, das Fahrzeug, ein neues Fahrzeug, schon zu kaufen. Somit haben wir auch die Vollgarantie und wir haben ein neues Fahrzeug und hoffen, wir haben in den nächsten paar Jahren mit dem kein Problem. Und auch die Servicestelle ist mit Chur relativ in der Nähe. Und auch das haben wir bereits jetzt gesehen. Das klappt ausgezeichnet, aber wir hoffen, wir brauchen das nicht. Dann war das nächste Problem, dass das Fahrzeug nicht im Herbst geliefert werden konnte. Und wir haben dann kein Fahrzeug mehr gehabt, weil wir selbst Fahrzeug haben können, dank der Vermittlung von Werni Arnold, haben können verkaufen ins Tessin. Und somit waren wir ohne Fahrzeug da gestanden. Sie sind in der Produktion von den neuen Fahrzeugen so hineingegangen, dass es geheißen hat, dass wir das nächste Jahr, also höher, bis das Fahrzeug kommt. Entgegenkommenderweise hat der Käsebauer uns gratis und franco eine Ersatzmaschine zur Verfügung gestellt, die sie jetzt heute wieder verladen haben und heute abgeführt haben. An dieser Stelle möchten wir der Firma Käsebauer und speziell an Werni Arnold recht herzlich danken. Ist wahrscheinlich nicht selbstverständlich. Wir haben einen sehr guten Partner und ich hoffe, wir werden noch weiter ein gutes Verhältnis haben, wo ich überzogen bin. Jetzt gehen wir über zur Einweihung. Das heisst, wir werden das Fahrzeug beschriften, weil das Wichtigste an dem Fahrzeug ist noch die Ortsgemeinde Buchs. Und das wird noch beidseitig so angeschrieben, damit man weiss, wem das Fahrzeug jetzt gehört. Gut, sollten wir jetzt einen Schein haben, der hilft hier, wo ein bisschen technisch gut ist. Thomas. Beschriften. Das ist unser Mandeur vom Ja, Bernhard. Eben, komm. Dann gehe ich jetzt einfach mal schnell. Was haben Du musst nichts bei haben, alles. Ah, gut. Ist schon geputzt. Schon vorbereitet. Werner, ich habe gedacht, das ist noch länger das Prozedere, gell? Das Aufkleben hier. Ja, das wird eine Weile gehen, weil es sind Fachleute gefragt, da bin ich nur dabei. Ich habe durch die Sonnenbrille durch in deine Erleichterung gesehen, dass du nicht selber kleben musst. Ja, weil im Notfall habe ich einen Ersatzkleber, mit ihn wieder wegnehmen und einen neuen Herd. Und sind wir uns einig schräg oder gerade? Ja, oder? Wir sind uns einig schräg. Aha, in der Flucht von der Tür dort. Ganz genau parallel zur Türschräge. Du hast immer noch um einen Rabatt herumgeredet. Was hat es gekostet? Gekostet? Ja, ich glaube schon ungefähr 189'000 plus minus. Das ist eigentlich ein Schnäppli, wenn man das denkt. Das ist ein Schnäppli, wenn wir sehen, dass die anderen von 250'000 bis 350'000 sind. Also es ist ein Sonderangebot, muss man sagen. Da haben wir, ich würde sagen, wir haben ein Schwein gehabt. Genau. Und wenn wir haben einen Landwirt im Vorstand, der weiss, dass schon Gefährtchen ohne etwas dran locker 140 kostet, wenn er so einen Bauernflüger kauft. Eben. Oder? Und da ist alles dran. Dann müsst ihr vielleicht für die Landwirte auch mal ein bisschen einkaufen, wenn ihr so gute Rabatte habt. He? Ja gut, ob es gerade immer so ging. Hoppla, jetzt Achtung, jetzt schau, er steht am Kleben. Werner, jetzt. Ja. Muss ich heben, oder? Ja. Jetzt. Ja, man sieht schon, also, ja, wenn der Vizepräsident, so ist gut, Werner, so ist perfekt. Jetzt kannst du dann fast nur reden, wenn du noch hebst, nehme ich an. Hopp. Weißt du, dann musst du ihn zuerst abziehen, damit du weißt, wie das funktioniert. Ja, es ist ein bisschen eine schwierige Sache hier. Gell? Aber eine saubere Ortsgemeinde muss auch sauber dran sein. Ja, und ich gebe, dein Tipp hat natürlich jetzt alles gelöst dort, gell? Gell? Und heben müsstest du noch, oder nicht? Wie? Ah nein, ihr macht das genau her. Ja, der kommt wieder weg.
heiterer Fahner am Oder. Ja, da gibt es eine die Freundschaft, he? Hat es gemeint, Buchs und Käsebohr. Ja, ich hoffe es. He? Eben, gell? Wir hoffen das, wenn nicht. Auf jeden Fall. So, eben, gell, Werner? Der Präsident hinter mir, er sagt, ob man die andere Seite auch machen soll. Er sei ein bisschen ein Profi. Also, er wisse, ja. Mhm. Ja, gut, ja. Hä? Könnt ihr ja währenddem mir Apro nennen, hätte er ja Zeit. Genau. Wenn ich nachher rechne, brauche ich ja Zeit. Ja, okay, das ist die Frage. Was sagt der Werni? Liegt es den Dienstleistungen dahin? Er meint es. Er meint es? Es geht ganz knapp, weil es nachher rechnen kostet auch Zeit und das ist ja Geld. Oh ja, genau. Genau. Okay, ja. So. Gibt es da noch irgendwie eine Pauke, Trompete, eine Flasche, Werner? Nichts, gell? Nein, ich denke, dann machen wir das Fahrzeug nicht kaputt. Aha, eben, ja, und genau. Und Umweltschutzmasse, der Champagnerflasche. Ja. Jetzt geht es heute rein zum Heben, ich vermute es. Gott. Ja, gut. Ja, man sieht schon den Fachmann. Ja, sehr bescheidütig. Und natürlich auch der Tipp, gell, vom erweiterten Forster. Also der Präsident und die anderen haben sofort gesagt, eben nicht gerade, sondern in der Flucht ja, von der Tür. Ja, natürlich, da siehst du, im Team ja. Sind wir unschlagbar. Ja, ja, und also der ästhetische Gedanke ist eindeutig super, ja. Es sieht gut aus da. So, jetzt haben wir den Ratsgemeinde Pauli. Jetzt hoffen wir hier einen Buchstaben. Hoffen wir können unter dem Plastik Ortsgemeinde führen. Ja. Ja, super. Hä? Ja, oh, super. Hoi, 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 hoi. Ja, super. Und? Das geht wirklich super aus. Warum hast du jetzt mit Ortsgemeinde Grabsatz? Ja. Ja, wegen Hans-Peter. Ja, super. Hä? Geht wirklich gut. Das ist aus, gut, ja. Wie lange hebt das so etwas, Werner? Was? Wie lange hebt das so Gefährt? 20 Jahre. 20 Jahre? Ja, bis dann haben wir vielleicht das Logo wieder verändert, meinst du nicht? Stoppst du nicht denn das an? Oder aber ein anderer Raubplatz. So, und der Pistenbulli heisst jetzt eben Ortsgemeinde Bulli. Ein riesiger Stolz natürlich von allen vom Verwaltungsrat und allen weiteren. Und ich bin der Erste, der mitfahren durfte. Links der Thomas Buchli, der gefahren ist, rechts der Werner Arnold, der mir das alles erklärt hat. Und ich in der Mitte rein. So. Jetzt geht's los, gell? Werni, das ist ein Dieselmotor, hä? Das ist ein Dieselmotor, jawohl, von der... Jetzt hocken wir da hinten, jetzt, jawohl, genau, das ist genau das. Er hebt es jetzt an, da, gell? Ja. Super. Ist das noch schwierig, weißt du, um da mit dem Joystick das zu lenken? Das ist ein bisschen eine Gewohnheitssache. Jetzt müsstest du vielleicht reden, Werni, du müsstest vielleicht reden, gell? Ja. Weißt du, das Mikrofon, ist das noch schwierig? So mit dem Joystick das lenken? Also das ist eine Gewohnheitssache, ja. Routine. Wenn man es mal im Griff hat, ja. Macht man das alles von der Hand aus. Aha. Ja, der ja, Fahrer ja. Tut sich auf Schildbewegungen vorne konzentrieren. Das schüttelt jetzt halt da, gell? Das ist jetzt so. Und schaut auf die Arbeit schauen, die er macht. Ja. Und das mit dem Joystick, das macht er automatisch. Das ist Routine. Ja. Und lupft dann vorne, gell? So. Das muss ich auch schauen. Wir haben hier ein 12-Wegräumschild. Moment, ja, ist gut, dreht rum. Wir haben hier ein 12-Wegräumschild, wo wir 12 Bewegungen können machen können. Ja. Heben, senken, schwenken, genau. Tilten, neigen, wie er jetzt gerade bewegt. Und macht er alles mit dem Joystick? Ja? Alles mit dem Joystick, alles von der Hand aus, das ist eine Routine. Weil, wenn wir dann jedes Mal auf den Knopf schauen, ja, genau. Dann wäre es Abend und wir hätten ihn nicht gemacht. Und dann kannst du vorne den Flug, den Schieber, kannst du auch schräg natürlich machen, gell? Jawohl. Rupfen das macht jetzt gerade der Thomas, dann ja. Das einmal schwenken, jawohl. Die Ohren bewegen. Ja, super, ja, genau. Alles. Hilten kann man auch noch, jawohl. Ja, genau, schräg, ja, genau. Und das ist eben noch, das ist noch tricky, gell? Wenn das auch eine Schneeschwette hat, dann musst du das ein bisschen anpassen, sonst geht dir noch das Gefährt nicht mehr weiter. Ja? Genau, das ist so. Und ein guter Pilot tut immer mit dem Schild vorschaffen, jawohl. Das hinten fräsen, nachher einfacher ein gutes Bild zu machen. Genau, ein guter Filmer hat weniger gewackelt, aber das ist jetzt halt so, wie es ist. Gell? Das ist so, weil die Unterlage ist, gibt es halt Vibrationen, genau. Vor allem weil halt Kabine gefedert ist, genau. Ist ja auch ruhig, muss ja sein. Ja. Und dann im Steuerrad hat er auch noch.
Möglichkeiten zum Drucken, gell? Also ja, Fürschig, Retour und so weiter. Genau, auf der linken Seite hat man den Fahrrichtungsschalter für vorwärts Retour. Genau. Und neben dem Fahrrichtungsschalter ist das Potentiometer für die Fahrgeschwindigkeit zu reduzieren. Ja. Und auf der rechten Seite haben wir den Frässchalter, wo man die Fräsen aktiviert. Ja. Und mit dem Potentiometer nebenzu für die Fräsendrehzahl, die man individuell wählen kann, je nach Schneeart. Unglaublich viele Möglichkeiten, gell, natürlich. Ja, wir haben aber auf dem Lenkrad oben links einen kleinen Joystick, wo man die Fräse schwenken kann, ja, zum helfen lenken, ja, oder in Hindernisse auszuweichen. Ja. Das ist ein Halbmond-Steuerrad, ja, wo man nur kleine Handbewegungen macht. Jetzt haben wir die 600 Meter mehr oder weniger schon, gell? Schon mal stoppen natürlich da. He? Ja, das ist natürlich mit so einem neuen Hightech-Gerät geht das, ja, schnell. Und natürlich mit einem super Pilot immer, das ist, ja, immer Bedingung. Ja, ja. Er fährt jetzt hier ein bisschen schräg, also er, natürlich jetzt, da wäre es vielleicht im Moment nicht nötig, aber ich gehe eben in die Seitenlage, da tut man möglichst ein bisschen vermeiden, wenn es irgendwie möglich ist, oder? Ja, das ist einfach immer eine gewisse Hangneigung und vor allem Querfahrt im Hang innen, genau, macht man gar nicht, weil das ist das Gefährlichste, weil sich die Traupen mit Schnee, genau, füllen, ja, und Spur verlieren. Und wenn ihr jetzt zuschaut, dass die sitzen so in der Mitte drin, schüttet und schüttelt jetzt halt, oder? Ist so wirklich ein super Stabilisator drin, aber einfach damit ihr auch mal gesehen, dass so ein Pilot alles muss aushalten und dann noch zu Morgenzeiten oder Nachtzeiten. Also manchmal ist es ja auch nicht so einfach, so gut wie das Gefährt ist, um den Job auszuüben, oder? Also es ist sicher so, dass wir bei den Verhältnissen, die wir jetzt gerade haben, jeder will der beste Bulli-Pilot sein. Ja. Weil es ist einfach, man sieht alles, man hat gute Sicht, man hat, genau, nicht grosse Schneemengen. Genau. Was natürlich eine grosse Herausforderung ist. Warte mal, stopp. Wie hat er das Retour gemacht? Wie hast du es gemacht? Ah ja, genau, siehst du es. Dort, ja, mit dem Steuerrad, mit dem Tümeli, ja, genau. Ja, Entschuldigung, Werner, jawohl. Das ist schon gut. Was einfach das Schwierige ist, wenn wir Abend, Nacht fahrt oder auch Tag, wenn es Nebel hat, ja, und diffuses Licht ist, wo, genau, man manchmal 2 Meter sieht und nicht weiter. Ja, genau, genau. Und genau, der ist eben neben dem routinierten Pilot aus Gelände, genau, Kenntnis sehr, ja, wichtig. Genau. Du greifst es hinter mir, was hast du dort jetzt gemacht? Haben wir den Seitenflügel ein bisschen abgelassen. Was ist das gewesen? Ah, ja. Jetzt muss man orientieren, wo wir da sind. Aha! Ja. Aber uns zu orientieren, König, was weißt du drüber, wo du bist? Wir sind jetzt eine super Spur, die, ja, genau, wir dann hinterlassen. Jetzt sind wir am Abfahren, gell? Ja. Beim Abfahren ist natürlich auch immer wichtig, ja, 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 dass der Fahrer in den Hanglagen, ja, genau, ja, ja, genau weiss, genau, wie er, genau, reinfahren. Wenn ich jetzt vorne ein bisschen mit der Scheibe ansperre, wie es eben tut, macht das nicht da? Nein, nein. Ja, wenn es, ja, keinen Schlag gibt, ist das nicht so schlimm. Gut, okay. Schlag ist gefährlich. Ja, 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 ja. Aber wenn man etwas abstützt, ist, ja, das nicht das Problem. Was haben wir jetzt ungefähr? Gut, das ist ja nicht so steil da, gell? Was ist das von der Grad her? Maximum 40, so etwas, oder nicht? Aha. Nein, das ist nicht 40 Grad, das ist ein bisschen weniger. Ich, ja, sage, mit 30, 35 Grad haben wir es. Aber 50 bis 60 bergauf schaffst du mit dem nicht mehr? Ja, es kommt immer auf die Schneeverhältnisse, genau, ab. Wie viel Schnee, wie gut der Schnee, genau, Verfrachtungen. Ja. Und wir schaffen schon bis 100% Steigung, also, ah, ja, 40 Grad. Ja. Seitlich dann weniger, etwa 30, nehme ich mir an. Seitlich ist ganz klar, mit 30 ist auch ziemlich Grenzen, ja, erreicht. Ja, 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 und, ja, und dort ist auch immer die Frage, tut sich die Raupe mit Schnee füllen, genau, oder nicht. Ja, ja. Und da musst du jetzt gar nicht, das ist einfach hydrostatmäßig, das, also das bremst jetzt so automatisch, gell? Du hast ja nicht Fuß, oder du bist dort im Fuß noch, machst du etwas, gell? Mit dem Fuß. Mit dem Fuß tut er das Gas geben, Motorendrehzahl. Ja. Aha. Ja. Ja. Aber eben nicht bremsen, das ist rein hydrostatisch. Rein hydrostat, ja, ja, ja. Und nachher ist das Ganze über eine digitale Elektronik gesteuert. Genau. Wo die Kräfte auf die Pumpen automatisch, ja, ja, regeln. Jetzt werde ich halt gleich noch mal, gell, für den Preis, da muss ich gleich noch sagen, finde ich jetzt ein extrem, so, jetzt tut es natürlich, okay, jetzt müssen wir noch, den Preis können wir nicht reden, wenn sie so gewackelt, ein extremes Schnäppchen, gell, also, haben die spezielle Bezüchungen mit der Ortsgemeinde Buchs? Wir haben nicht spezielle Bezüchungen, es ist einfach so gewesen, dass der Werner Schwenderer mit mir in Kontakt gekommen ist, dass wir die Varianten angeschaut haben, die es gegeben hat. Und da wir bei diesem Typ
ein neues Modell machen, ist das ein Auslaufmodell, das wir mit einem Spezialrabatt geben können. Und vor allem in Kleinkunden, die finanziell extrem schauen müssen, wo man gesagt hat, für euch ist das richtige Gerät, ihr braucht ja nicht 50 oder 60 PS mehr. So, jetzt sind wir wieder drinnen. Ja, liebe Leute, die fährt wirklich mit dem grössten Stabilisator, den wir in der Kamera haben. Ich bin in der Mitte gesessen, gefahren ist links ein Pilot. Werner, wie heisst der? Thomas Buchali. Thomas Buchali. Und eben wir eben rechts Werner. Werner seit 6 Jahren im Verkauf und vorher eben 30 Jahre auch im Bereich Technik drin, oder so natürlich, ja. Und jetzt sind wir wieder drinnen und so schütteln sie die Leute, ja. Also, auf jeden Fall interessant. Vielen Dank. Und beim Aussteigen haben wir nochmal die Raupen angeschaut, die Rippen verhindert seitlichen Abrutsch. Und dann hat es natürlich ein Foto gegeben, der eine Schwendener vom W&O ist dort gewesen und alle sind stolz auf das Gefährt. Ja, vielleicht, wenn ihr auch mal möchtet mitfahren, vielleicht habt ihr die Gelegenheit, das ist übrigens die Heimat von dem Ortsgemeindepistenbulli hier, ja, dann habt ihr vielleicht die Gelegenheit zum Mitfahren, wenn ihr anständig fragt. Und wenn nicht, dann geniessen einfach Skigebiet, das Berg aus Malbun. Der Stefan Boniancini, habt ihr auch gesehen, und Nicole Hoffmanner, die begrüßen euch natürlich jederzeit sehr, sehr herzlich im Berghaus. Eine super Aussicht, eine super Veranda, ein super Service und wirklich also etwas Besseres kann man sich kaum vorstellen. Ja, wenn es jetzt hier ins Brosten geht, zwischen der Zeitung und dem Ortsverwaltungsrat und all den anderen Beteiligten, dann denkt einfach daran, nicht nur bei Kaiserwetter ist ein Buchser Malbun auf 1300 Meter oben beim Stefan und bei Nicole schön. Es ist eigentlich immer etwas Spezielles.